Jo Freunde, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, wo wir jetzt schon eine ganze Weile in dieser Session hier unterwegs sind, ich hau jetzt mal noch Erde raus, so gut es geht. Tja, und dann mal schauen. Dann ist ja zumindest erstmal schaufeltechnisch schon Schluss, aber ist nicht. Spitzhackentechnisch ja tatsächlich auch noch nicht. Wir haben ja sogar noch eine Schaufel. Guck mal, was hier losgeht. Können wir ja noch ein bisschen arbeiten hier. Na? Geht ja gut rein. Ja, passt. Nee, passt wirklich. Können wir hier noch eine Folge arbeiten, anderthalb Folgen arbeiten, dann noch in Ruhe aufräumen und dann Schluss. Habe ich ja gesagt, für die Session reicht es erstmal. Für euch ist das ja alles nahtlos. Ich für meinen Teil, ich spiele jetzt hier fast 8 Stunden und muss da mal langsam an Schlafen denken. Aber davon lassen wir uns jetzt mal noch nicht beeindrucken. Es geht erstmal munter weiter, was wir, ja, wenn ich vom Schlafen spreche, überhaupt als munter bezeichnen kann. Na, erstmal noch ein bisschen hier Loot einsammeln. So, dann mit der Schaufel, ja wie gesagt, erstmal so viel Erde wie möglich abtragen, die muss eh weg. Wir müssen nach unten mit dem ganzen Berg hier. So, da könnte man das hier natürlich auch schon mit weghauen. Habe ich mir selber hingebaut, weil ich da letzte Folge reingestürzt war und gedacht habe, das soll uns nicht mehr passieren. Im Nachhinein denke ich dran. Ja, muss ja eh weg, der Berg. Also kann eigentlich auch diese Höhle hier bleiben, weil das müssen wir ja dann später alles nicht mehr abtragen. So. Ich mache jetzt trotzdem erstmal in erster Linie die Erde hier. Und dann einfach mal gucken. Ja. Wie gesagt, es geht hier für die, die jetzt erst eingeschalten haben, eigentlich um eine Erntemaschine, dass wir unsere Felder quasi mal irgendwann so stufenweise nach oben und dann hier mit Automatismus und Wasser und so und Redstone-Kolben, bla bla bla, das irgendwann mal alles selber abernten lassen. Jetzt haben wir ja unten aktuell gerade noch die Felder, die wir immer schön mit der Hand wegsensen. Zukunftsorientiert habe ich da keinen Bock mehr drauf, deswegen habe ich gesagt, wir machen das jetzt mal und bauen uns so ein Ding, Staffel 18, ein neues großes Projekt, sozusagen. Ja, und in diesem Projekt sind wir hier gerade und bauen deshalb einen kompletten Berg weg. Nö, warum auch nicht? Wir haben schon so viele Berge abgetragen bei Minecraft. Gehört halt dazu. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo stehen wir denn? Naja. Das ist schon noch so viel, ey. Heilige Scheiße. Oh Gott, ey. Klar, wir gehen ja dann stufenförmig aller 7 Blöcke einen nach oben. Oh, aber trotzdem. Es ist trotzdem noch so viel. Hm.
So, letzte Schaufel angefangen jetzt hier, ne? Da müssen wir mal langsam ans Ende denken. So, also wie gesagt, wo stehen wir denn überhaupt? Wir haben uns hier imaginär 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die 7. Und dann müssen wir ja eigentlich schon wieder einen nach oben gehen. Das heißt, die Höhle, die machen wir jetzt eh zu hier. Mehr oder weniger. Spielt dann keine Geige mehr. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also dann wieder einen nach oben. Das ist erstmal Stand der Dinge. Das heißt natürlich auch, dass diese komplette Felswand hier noch weg muss. Ist ja auch gar kein Problem. Solange wir Spitzhacken haben und Motivation und so. Und Zeit. Aber Zeit haben wir. Zeit haben wir wirklich. Also heute nicht mehr in der Session jetzt. Na, wie gesagt, für euch, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Oha, was ist denn das für ein langweiliges Arschloch da? Ich zocke hier schon seit 8 Stunden und ich bin seit 21 Stunden wach. Ich, ne? Läuft. Es geht auch unterhaltsamer. Ihr könnt euch genügend andere Folgen anschauen, wo ich euch gerne das Gegenteil beweisen möchte. Ne, ich bin ja eigentlich auch ein geselliger Typ. Quatsch gerne mal. Ah. Aber da gehören dann eben auch mal solche Momente dazu. Das ist ganz einfach Minecraft. Da gibt es auch mal Punkte. Da weißt du erstens mal gar nicht, über was du plappern sollst. Und ja, obendrein ist eben auch mal irgendwann die Luft raus. Wenn du so lange spielst. Ich müsste mir auch nur sagen, ich spiele jeden Tag nur 2 Stunden, dann ist auch okay. Aber wenn du einmal so im Flair drin bist, ja, und dann findest du kein Ende. Und dann machst du da noch was und dort noch was und zack. Ach, und schon haben wir wieder angefangen und machen und bauen und machen und hören nicht auf und machen weiter. Ah, Wahnsinn. Und da geht's dann wieder vom 100. ins 1000. und vom 1000. ins 10.000. und vom 10.000. ins 100.000. Ja, das ist dann manchmal ganz schön langatmig auch. Und auch wenn ich den Spaß bis hierher nicht verloren habe, nach über 1700 Folgen, es ist immer noch cool, das hier zu machen mit euch. Und es wird auch wieder Tage geben, wo wir wieder mal lachen und richtig feiern können hier. Ja, wie gesagt, nur heute ist ein bisschen der Treibstoff alle. Sicherlich, wie gesagt, die mich kennen, werden dafür auch Verständnis haben. Oder die treuen Zuschauer, die wissen auch, wie es ist. Aber jetzt mal trotzdem ernsthaft, diese ganze scheißverdammte Felswand muss hier echt noch weg. Sehe ich ja gar nicht. Wir haben jetzt hier gerade mal 3 Etagen gebaut, ne? Und dann, das muss alles noch weg. Oh Gott. Ja, ich deute es jetzt zumindest schon mal an, was ich hier irgendwann mal vorhab. Kann ja hier trotzdem mal ein bisschen rumsprenkeln. Was wir schaffen, das schaffen wir. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir halt zu zweit. Oder wie war das? Keine Ahnung. So. Ach, das muss alles noch weggehen. Oh Gott, hier hinten rum. Naja. So.
So, da haben wir jetzt hier das nächste Segment. Ja, das muss man ja alles mit einkalkulieren. Alles, was wir jetzt natürlich nach oben gehen, müssen wir später nicht mehr wegmachen, ne? Ist trotzdem noch genug Arbeit, aber man kann ja, ich kann ja zumindest mal an der Außenkante oder so, kann ich mir das ja mal andeuten vielleicht. Ich meine, hier kann ich ja schon mal wegmachen, ein bisschen schnetzeln. Dann kann ich ja hier mal Erde hinbauen. So, das muss natürlich weg. So, dann haben wir hier auch Außenkante. Dann sind das jetzt wieder 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? 5, 6, 7, jo. Dann geht's quasi wieder einen nach oben. Also ich meine, hier können wir ja noch einen drüber ziehen. War jetzt auch mehr so metaphormäßig gedacht. Weiß ich sowieso noch nicht so ganz, wie ich das hier am Ende vollende. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann geht es wieder nach oben. Und da sind wir dann schon hier. So, ungefähr. Dann sind wir wieder einen nach oben. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder einen nach oben. Ungefähr hier. So, und dann theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn wir dann wieder einen nach oben gehen, da sind wir ja dann schon hier so. Also, warte mal. Das so. Ob ich überhaupt so weit gehe, weiß ich nicht. Oder ob das dann sogar übertrieben wäre. Vielleicht lassen wir das dann auch so. Mal gucken. Das sind jetzt jedenfalls so ein bisschen noch unsere Staffeln hier, die wir machen müssen. Ja, wir fangen hier vorne jetzt einfach noch an. So weit, wie wir kommen mit der Schaufel und mit der Spitzhacke. Mit den Spitzhacken. Ja, und dann ist Schluss. Also, dann ist die Folge gleich vorbei. Und dann machen wir noch eine und dann hören wir mit der Session zumindest erstmal auf. So, der sammelt jetzt schon gar nicht mehr auf hier. Ist auch okay. Ja, gut. Werde ich damit leben. So, oh, jetzt muss ich mich nochmal bequem hinsetzen. Easy Snack, Füße hochlegen, sonst Krampf. Und eingeschlafene Beinchen. Muss ja nicht sein. Aber ich freue mich dann auf jeden Fall auch, wenn ich in der Waagerechten bin und schlafen kann. Oh ja, wie ein Stein. So, das ist jetzt schon die nächste Stufe. Können wir das ja noch mit weghacken. So, nämlich. Über uns wandert der Mond entlang. Wir sind noch ganz tiefenentspannt. Aber die Folge ist erstmal vorbei. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bye, bye.